Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Klimawissen Online. Heute haben wir einen Referenten zu einem wieder sehr naturkundlichen Thema zu Gast. Das ist Universitätsprofessor, Diplom-Ingenieur Dr. Manfred Lexer vom Institut für Waldbau an der BOKU in Wien. Das ist die Universität für Bodenkultur. Unser Referent ist dort der Universitätsprofessor für multifunktionale Waldressourcenplanung und derzeit Leiter des Instituts für Waldbau an der BOKU. Er kommt aus Ossiach in Kärnten und hat das Forstwirtschaftsstudium an der BOKU schon 1992 abgeschlossen, also beschäftigt sich wirklich schon lange mit dem Thema, mit Waldbewirtschaftungskonzepten im Klimawandel, mit Ökosystemsimulationen und mit Planungsmethoden. Der Vortrag heißt heute Der Wald im Klimawandel. Über den Inhalt wird er uns genug erzählen, das sage ich jetzt gar nicht mehr und ich darf Sie recht herzlich begrüßen, Herr Professor Lexer, und darf somit die Bühne an Sie übergeben für die nächsten 30 Minuten. Herzlich willkommen, danke, dass Sie heute die Zeit mit uns teilen können. So. Herzlichen Dank. Ich glaube, ich bin schon Ja. am Mikro unterwegs. Ja, herzlichen Das ist Dank richtig. für erstens die Einladung und zweitens für die sehr nette Vorstellung. Freut mich natürlich auch. Ich habe ja zuerst gelesen, welche Klassen da heute teilnehmen und da bin ich mir schon ganz sicher, dass der Hintergrund in Bezug auf Waldbäume, Waldbewirtschaftung natürlich, also ja eh schon relativ gut bemalt ist, unter Anführungszeichen. Was ich auch nicht gewohnt bin aus meinen Vorlesungen, also ich bin ein großer Fan von Interaktion, habe es normal überhaupt nicht gern, wenn ich 1,5 Stunden irgendwo in die Menge spreche. Aber wie gesagt, wir müssen uns heute an die Regeln halten. Hoffe natürlich, dass schon während meiner 30 Minuten einiges in die Chatbox kommt und hofft dann natürlich auch auf eine rege Fragerunde hinterher. Wenn ich jetzt dann gleich versuche, die Technik zu managen und meine Präsentation zu starten. Moment. Dann müsste das jetzt, glaube ich, zu sehen sein. Perfekt. Ich sage es Ihnen, sobald man es sieht, noch sehe ich nichts. Es ist oft ein bisschen verzögert. Noch sieht man nichts. Ah, jetzt, genau, jetzt sieht man nochmal die Folienansicht. Jetzt müsste man nur noch die Präsentation starten, dann geht es, glaube ich. Ich hab's gestartet bei mir. Aha, interessant. Also wir sehen jetzt nur die Folienansicht. Also jetzt sieht man, schauen wir mal. Na, ich sehe alles. Siehst du, also ich sehe nur also nicht die Bildschirmpräsentation, sagen Ach wir so, so. na, ich sehe auch nur die Folie, aber Genau, immerhin. Der Weg stimmt. Sehen Sie schon die Bildschirmpräsentation? ich bin in der Bildschirmpräsentation, Probieren wir es nochmal kurz, damit man die Folie auch groß sehen kann. Bitte noch einmal kurz oben aussteigen und ich dann noch steige einmal das aus. Inhalt, Bildschirm oder vielleicht gleich den Desktop teilen, also Ihre Desktop-Ansicht teilen. Teilen Probieren wir Leiste, es noch. genau. Durch. Wähle jetzt die Präsentation aus. Jetzt müsste man schon wieder was sehen, richtig? Schauen wir mal, es ist wieder das Gleiche. Probieren Sie einmal nicht die Präsentation auszuwählen, sondern die gesamte Desktop-Ansicht, dass man wirklich den gesamten Bildschirm sieht, wie Sie ihn sehen. Müsste die erste Auswahl rechts dann sein. Jetzt, Raus, so. wenn wir noch einmal. Teilen Leiste. Und dann müsste wahrscheinlich eher auf der. Desktop. Probieren wir mal das, ja. Jetzt besser. Schauen wir gleich. Jetzt sehen wir wieder die Folienansicht, Die lustigerweise. Folienansicht, das heißt Also die. das heißt, die Folie ist klein in der Mitte, aber die Okay. Bildschirmpräsentation ist noch nicht gestartet in Ja. unserer Ansicht. Okay, wenn ich jetzt starte, Ja, jetzt wie probieren starte wir mal. ich? Ja. Dann Wie schaut es könnten, jetzt ja, aus? wunderbar, jetzt können wir starten. Na, perfekte. Das heißt, Microsoft Plattform ist auf jeden Fall für mich schwieriger zu managen als der Volt. Nur noch eine Bitte. Über Ihrer Folie ist jetzt so ein Fenster Teilnehmer warten im Wartebereich. Das könnten Ja. Sie noch wegklicken. Also nicht da, sondern oben das rechts, das kleine Ding.
Dieses Strichchen oben rechts im schwarzen Feld neben der Uhr, da müsste es gehen. Ja, wunderbar. Dann bitteschön, jetzt haben wir es gehabt. Perfekt, wunderbar. Es ist nicht leicht. Wunderbar. Also zum Thema jetzt. Jetzt haben wir ja schon einiges in der Zeit verbraucht, das müssen wir wieder aufholen. Der Wald im Klimawandel ist mir mal als Thema gestellt worden. Das ist natürlich ein relativ breites Thema und ich habe mir irgendwie jetzt den Kopf zerbrechen müssen, was ich jetzt in den 30 Minuten unterbringen möchte. Was ich mir gedacht habe, ist, dass wir mal starten mit ganz kurz ein Einstieg in den Begriff Klimawandel per se. Das halte ich immer für besonders wichtig, weil natürlich es nicht sehr viel Sinn macht, dann gleich zum Wald und den Auswirkungen von Klimawandel auf den Wald zu kommen, bevor wir uns nicht ein bisschen abgestimmt haben, was wir eigentlich unter Klimawandel so sehen und verstehen. Das Zweite dann natürlich sofort dann der Schritt in den Wald. Schauen Sie einmal an, was Klima und Klimawandel sich, welche Auswirkungen das auf den Wald und Bäume haben kann. Gehen dann natürlich gleich meiner Profession zufolge, die ja Waldmanagement im Prinzip ist, zu einigen Überlegungen, wie man jetzt zukunftsfitte Wälder sehen und gestalten könnte und versucht dann natürlich irgendwie die Kurve zu kratzen und das Ganze noch einmal auf den Punkt zu bringen und da anhand von ein, zwei Beispielen zu exemplifizieren. Das ist einmal der Plan. Wenn ich mit einer bunten Bildercollage beginne, dann sind das alles Quellen für Treibhausgase. Und weil es so schön in der Einleitung schon gesagt worden ist, im Prinzip kommen sich jeder in fast jedem Bild selbst irgendwie zu einem bestimmten Anteil erkennen. Mit welcher Folie ich gern beginne, ist Folgendes. Das ist jetzt eine Darstellung, die einer Statistik eines UNO-Forums zum Klimawandel entnommen ist, die zeigt global ja, die Quellen für Treibhausgase. Und auf was ich hinweisen möchte, ist dieses grüne Dorteneck, das ist der sogenannte Forstsektor, wenn man es also einfach sagt Forstwirtschaft, mit immerhin einem relativ üppigen Kuchenstück von 17% Beitrag zu den Treibhausgasemissionen. Also wenn ihr jetzt dann vergleicht, Industrie, Raumwärme, Verkehr etc. und die Energie Gewinnung und Aufbringung ist das ein relativ großes Stück vom Kuchen. Und warum ich mit dem jetzt starte, ist, weil ich gleich auf diese globale Statistik, die österreichische Statistik, so quasi vergleichbar in Bezug auf den Zeitraum zeige. Die wird ein bisschen anders erstellt, deswegen kann ich es nicht ganz gleich also darstellen. Ihr werdet sehen, es gibt kein grünes Dorteneck in diesem Kuchen. Das heißt, wenn wir jetzt uns auf Österreich fokussieren, dann ist der Beitrag der Forstwirtschaft zu den Treibhausgasemissionen quasi null. Der ist nicht vorhanden. Sogar das Gegenteil. Ja, in Österreich nimmt der Wald jedes Jahr nettomäßig mehr Treibhausgase auf, in Form hauptsächlich von Kohlenstoff, ja, als er abgibt. Einmal ganz wichtigen Unterschied, wenn wir also von Österreich dann uns wieder die globale Perspektive vorhalten. Das war der Blick zurück. Statistiken zeichnen immer das auf, was schon passiert ist und halten uns das sozusagen als die Sünden der Vergangenheit vor die Nase. Wenn wir in die Zukunft blicken wollen, ja, und Klimawandel ja, findet jetzt statt, aber mit aller Wahrscheinlichkeit muss man sagen, leider wird das auch in der Zukunft vonstatten gehen und der Beitrag, den der Mensch dazu leistet, ja, den hat man in 4 Treibhausgas-Szenarien in der internationalen Wissenschaftlergemeinde sozusagen einmal vorgezeichnet. Und das sind natürlich ganz pessimistische Szenarien, wie zum Beispiel das rote mit dem schönen Akronym RCB 8,5, wie üblich natürlich Englisch. Wenn das jemand interessiert, was diese drei Buchstaben heißen, sind die Representative Concentration Pathways, also die Konzentrationspfade von Treibhausgasen in der Atmosphäre im Verlauf der nächsten 200-300 Jahre. Und im optimistischsten Fall am unteren Ende diese blaue Linie, das RCP 2,6, also weniger Treibhausgase in der Atmosphäre, ja, und dazwischen natürlich dann die anderen. Und irgendwo in diesem Fächer werden wir uns wahrscheinlich ja, die nächsten Jahre, Jahrzehnte bewegen. Und nachdem Treibhausgase natürlich also noch nicht Klima Parameter darstellen, das ist keine Temperatur, kein Niederschlag, keine Luftfeuchte etc., braucht es
die Klimaforschergemeinde, die mit ihren globalen Klimamodellen jetzt diese Treibhausgas-Szenarios also nehmen, sie in ihre Modelle füttern und dann kommt Klima raus. Und jetzt sind wir bei den globalen Klimaszenarios und was ihr seht, also dieser Fächer in die Zukunft, ja, in Bezug auf in diesem Fall Temperaturveränderung, schaut ganz ähnlich aus wie die Treibhausgas-Szenario-Fächer-Darstellung. Das heißt, im schlimmen Fall, meistens verursacht von diesem RCP 8,5-Szenario, geht das also ganz schön gewaltig in die Höhe. Wir haben also da am oberen Rand Temperaturveränderungen bis, wenn ich einmal 2100 hernehme, als den nächsten Jahrhundertsprung von knapp 6 Grad. Ja, wenn es optimistisch abläuft, jetzt sind wir irgendwo bei 0,5 bis 1 Grad Temperaturzunahme. Was das genau werden wird, das wissen wir nicht. Hängt natürlich von unserem Tun ab und wie sich die Treibhausgasemissionen in Zukunft entwickeln werden. Jetzt kommt also langsam ja, also der Wald in Sichtweite. Wie ich mache einen Schritt weiter und klipse mich jetzt nach Österreich. Also von dieser globalen Darstellung jetzt ein Bild, das in die Steiermark führt. Ich habe mir hier erlaubt, Mürzzuschlag zu verwenden, weil es da eine relativ gute Klimastation gibt mit einer schon relativ langen Messreihe und habe jetzt diese globale Darstellung des Klimawandels in die Steiermark transportiert. Das, was ihr da am linken Rand der Abbildung seht, ja, beginnend im Jahr 1984, sind also die Messdaten der Station in Mürzzuschlag. Und der Mittelwert für diese 30-Jahres-Periode, die ihr da aufgetragen seht, ne, der ist knapp 7 Grad Celsius in Bezug auf die Jahresmitteltemperatur. Und was ich jetzt getan habe, ne, ich habe da einige der verfügbaren Klimawandelszenarios jetzt an die Messreihe angeschlossen. Ja, und dann haben wir zum Beispiel ein Szenario, das Akronym ist jetzt egal, das wird so aussehen. Steigt also dann leicht langsam über dieses graue Band, das so im Wesentlichen die Vergangenheit darstellt. Und wie dann Temperaturwerte da variiert haben. Also, und irgendwo seht ihr nicht, dass es beginnt, in quasi schon heute drüber rauszuzacken. Und irgendwann am Ende des Jahrhunderts liegt es quasi überwiegend über dem, was wir von heute kennen. Dann gibt es also da die Ausgleichsgrade, damit es leichter zu sehen ist. Dann haben wir ein zweites Szenario, das ist das Orange. Ihr seht es ja schon. RCP 8,5, die Triebkräfte viel stärker. Da geht es dann gewaltig nach oben über das graue Band raus. Und dann gibt es natürlich noch andere. Und so könnt ihr noch eine ganze Reihe, also circa 20 bis 25 sind derzeit für Österreich verfügbar, in diese Grafik plotten. Im Prinzip sieht man in Bezug auf die Temperatur eine ganz eindeutige Übereinstimmung. Es ist egal, welches Klimawandelszenario hernimmt, die Temperaturen nehmen da immer zu. Die Frage ist nur, wie rasch und um wie viel. Wenn ich jetzt noch ein bisschen eine leichte, ganz einfache Übung mache, ich fasse diese Klimawandelszenarios in einem roten Fächer zusammen, dann seht ihr ungefähr, ja, was der Unterschied ist, nicht, im Vergleich zu einer unverändert fortgeschriebenen Klimavergangenheit. Also das graue Band versus das rote, sieht man also sehr schön, wohin es geht. Hinweis wieder, dieses rote Band ist sehr, sehr weit. Und wo wir uns in dem roten Band befinden werden in den nächsten Jahrzehnten, hängt wieder davon ab, wie gut wir die Treibhausgasemissionen in den Griff kriegen. Und jetzt die Temperatur natürlich nicht das alleinige Klimamerkmal, das interessant und wichtig ist für Wald- und Baumwachstum, natürlich der Niederschlag, mindestens genauso wichtig. Ich habe jetzt hier die Niederschlagssumme im Sommerhalbjahr sozusagen, die Monate April bis September habe ich da einmal hergenommen, jetzt dargestellt. Wir fangen wieder an, 1984, die Messdaten der Station in Mürzzuschlag, im Mittel sind es knapp 700 mm im Sommerhalbjahr. Und jetzt wieder dasselbe Spiel, graue Band, das ist die Schwankungsbreite, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen. Ihr seht es auch, es hat da schon trockene Jahre und wieder feuchtere Jahre gegeben. Und wenn ihr jetzt die Klimawandelszenarios drüber schaut, dann seht ihr, also wieder blau, orange, braun und dann das grüne, im Prinzip kein wirklicher Trend nach oben oder nach unten. Das geht so im Dekadenrhythmus ein bisschen auf und ein bisschen ab. Aber was man ganz deutlich erkennt, die verstärkt es noch einmal durch dieses rote Band wieder, das die Bandbreite darstellt, die ist viel breiter
als wir es aus der Vergangenheit gewohnt sind. Und übersetzt in einfache Worte heißt es, es kann also verdammt trockene Jahre geben und es kann wieder quasi sehr, sehr nasse Jahre geben. Auf gut Deutsch gesagt, heißen diese Zacken da oben mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass es zu Überschwemmungen in einigen also Regionen kommen kann. Das heißt, kein wirklicher Trend beim Niederschlag absehbar. Das wird nicht unbedingt jetzt wahnsinnig trocken durch die Bank oder wahnsinnig feucht. Das sind wechselnde Bedingungen mit einer ganz wichtigen also Merkmal, die Variabilität nimmt zu, also von sehr trocken ins sehr feuchte rein. Soweit einmal ein bisschen was zur Klimazukunft zu ermöglichen, mit der wir uns natürlich in der Waldbewirtschaftung dann ganz genau auseinandersetzen müssen. Und ich fasse das noch ein bisschen zusammen, also das mache ich jetzt ganz kurz. Wenn das jemanden interessiert, kann er das ja bitte noch einmal nachsehen. Ich habe kurz zusammengefasst, wie wir das Klima im 21. Jahrhundert so ungefähr in Österreich erleben werden. Das, was in der Grafik da dargestellt ist, sind, wie gesagt, diese 25 verfügbaren Szenarios derzeit. Ich zeige euch die nur, um die Schwankungsbreite, ja, die Variabilität dessen, was für möglich gehalten wird, anzuzeigen. Das ist relativ breit. Gibt natürlich Ausreißer. Ja, also wenn ich mir vorstelle, dass einer von diesen beiden Ausreißerpunkten da unten also wahr werden wird, dann wird mir jetzt schon etwas unwohl dabei. Also irgendwie also hoffe ich doch ganz stark, dass wir uns in dem Bereich um die Nullerlinie bewegen werden in Zukunft. Was ich noch dazu setzen möchte, das ist vielleicht ganz interessant, ein paar so extreme Kennwerte für Klima. Die Hitzetage werden natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit zunehmen, dafür dann die Anzahl der Frosttage tendenziell abnehmen. Aber ihr wisst es ja selbst, wenn ihr ein bisschen in Land- und Forstwirtschaft auch zu Hause seid, im Prinzip ja, reicht ein Frosttag aus, um einen Schaden zu verursachen. Das heißt, ob ich jetzt 20 Frosttage habe oder dann nur 16, ist also ein gradueller Unterschied. Im Prinzip, wie gesagt, ein Tag reicht aus und sie haben einen Schaden am Feld oder auch unter Umständen im Wald. Die Stürme sind natürlich ein ganz besonderer Faktor in der Waldbewirtschaftung. Da muss man ein bisschen ein differenzierteres Bild zeichnen. Also das, was wir so als die berühmten Winterstürme irgendwo Dezember bis Februar kennen, die von den Atlantikfronten, die da von Island irgendwo über also Irland und Großbritannien dann meistens nach Europa, Kontinentaleuropa reinziehen, die werden tendenziell bezogen auf Österreich vermutlich eher abnehmen. Aber nicht, weil es weniger Stürme gibt, sondern weil diese Sturmbahnen ein bisschen weiter im Norden vorbeiziehen werden. Ist gut für uns. Ja, Deutschland, Tschechien, Polen etc., also die haben von dieser graduellen Verschiebung natürlich wenig. Föhnstürme ist ein regionales Ereignis, die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit zunehmen. Und was fast quasi ganz sicher zunehmen wird, das sehen wir auch schon aus den letzten Jahren, die Zunahme der lokalen Gewitterstürme. Soweit, so gut. Und jetzt der Sprung in den Wald endlich. Das schaut noch relativ, wie soll ich sagen, also wenig bunt aus in Bezug auf die Bäume, die wir sehen. Wir sehen ein paar Säulen. Konzentriert euch bitte nicht auf die einzelnen Farben. Es soll ein holistisches Bild sein. Es gibt in Österreich ca. 4 Millionen Hektar Wald. Das ist also knapp die Hälfte der Oberfläche in Österreich. Und die Baumarten, die auf diesen 4 Millionen Hektar Wald wachsen, ja, sind natürlich mehr als die hier angeführten, aber das sind einmal die, die also in wahrnehmbaren Anteilen im österreichischen Wald vorkommen. Ich zeige euch nur eine Farbe, das ist das dunkle Grün, stellt die Fichte dar. Ihr seht, die Fichte gibt es von den ganz tief gelegenen Standorten in den mittleren Höhenlagen bis natürlich dann wieder auch in den Berg- und Gebirgslagen. Bei Weitem die häufigste Baumart, in Summe also über 50% Flächenanteil. Und dann relativ weit dahinter dann andere Baumarten, ja, Nadelbaumarten, Laubbaumarten. Ihr seht es auch wieder ganz, ganz deutlich, die Laubbaumarten haben einen höheren Anspruch in Bezug auf Temperaturverhältnisse. Die kommen überwiegend nur in den tiefer gelegenen also Regionen in Österreich vor. Also ich habe hier also die 900 Meter Grenze also gewählt. Je höher es rauf geht, desto weniger Laubbaumarten sind imstande, mit den dann immer harscheren Bedingungen zurechtzukommen. Also soweit einmal das Bild, das sich derzeit heute darstellt, wenn wir in den österreichischen Wald schauen in Bezug auf die Baumartenzusammensetzung.
Vielleicht nur ganz interessant noch, ich habe nicht umsonst also dieses helle Grün, das da rausleuchtet, für die Buche gewählt. Also die Buche ist die bei weitem häufigste Laubbaumart. Jetzt setzt da in diesen Grüntönen die dunkle Säule für die Fichte, die häufigste Nadelbaumart, und die Buche in diesem hellen Grün als die häufigste Laubbaumart. Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und uns fragen, okay, was heißt das jetzt für Klima und Klimawandel, dann habe ich vier ganz typische Baumarten also ausgesucht, die, also wo ich vermute, dass die irgendwie fast jeder von euch im Gelände ja erkennen wird. Ich habe die Fichte ausgewählt, die Tanne, zwei Nadelbaumarten, und dann die Buche und die Eiche, zwei Laubbaumarten. Und was jetzt ganz interessant ist, um zu verstehen, was jetzt im Klimawandel mit diesen Baumarten im Wald passieren wird, ja, müssen wir darauf schauen, wie tolerant sie gegenüber klimatischen Einflüssen sind. Und ich habe mir da rausgesucht, Trockenheit, Winterkälte und Hitze. Tage und Hitzeperioden. Und die Symbole, die ich verwendet habe, sind natürlich relativ einfach zu verstehen. Ja, also die Minus schlecht, also wenig tolerant, und Plus sehr tolerant. Und also was man also sehr schön sieht, ist, die Baumarten unterscheiden sich ganz, ganz stark voneinander. Während die Fichte schlecht mit Trockenheit zurechtkommt, dafür sehr gut die Winterkälte aushaltet, sehr sensibel in Bezug auf Hitzeperioden ist, ist das zum Beispiel bei der Eiche am anderen Ende dieses Spektrums genau umgekehrt. Die kommt sehr gut mit Trockenheit zurecht, hält aber nicht sehr viel Winterfrost und Winterkälte aus. Dafür kommt es wieder auch sehr gut mit Hitzeperioden aus. Und die anderen Baumarten reihen sich dann da irgendwo dazwischen also ein. Wenn man noch einen Schritt weiter geht, gibt es also nicht nur Toleranzen, also wie viel ein Baumart aushalten kann auf einem Standort, sondern auch wie viel Ansprüche sie hat in Bezug auf ausgewählte Klimaparameter. Ein ganz wichtiger Aspekt ist zum Beispiel, also die Wärmesummen, die ein Baumart im Zuge der Vegetationsperiode sozusagen erleben kann, ja, weil das natürlich ein wichtiger Faktor ist für die Photosynthese. Und da sieht man auch, dass sich die Baumarten also ganz, ganz kräftig unterscheiden. Eichen und Buchen haben einen hohen Anspruch in Bezug auf diese Wärmesummen, die Nadelbaumarten einen eher geringen. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, ihr könnt diese Tabelle jetzt noch rechts weiter also verlängern, und in Summe ja, wird das dann das Bild ergeben, von dem man ausgehen muss, wenn man jetzt versuchen will, vorherzusagen, wie sich die Baumarten in der Zukunft im Klimawandel so bewähren und verhalten werden. Kann man natürlich jetzt, wie gesagt, Professor für Planung, natürlich in also Planungsinstrumente so quasi umbauen und einbauen. Da ein ganz einfaches, das ist eine Art Baumarteneignungsmodell. Da habe ich also für Österreich relativ grob gerastert dargestellt jetzt für die Fichte hier oben, also wie sich die Fichte darstellen würde in Bezug auf, ich habe es einmal Klimastress genannt. Man, rot ist natürlich klar, hoher Stress, und grün kein Stress, da geht es der Fichte gut. Und ich habe dort den Mittelwert der Vergangenheit, der Periode 61 bis 90 dargestellt, und auf der rechten Seite ein Klimawandelszenario, ja, wo es also doch deutlich wärmer werden wird mit auch sinkenden Niederschlägen im Sommer. Und wenn man die beiden also Karten vergleicht, dann fällt einem schon auf, nicht, dass vor allem in den tieferen Lagen, so quasi um den Alpenhauptkamm herumgreifend, die rote Zone deutlich größer geworden ist. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja. Zeichnen das rechte Bild noch einmal neu. Und was ich da jetzt an Unterschied eingebaut habe, ist ein einziges Insekt. Das ist der Fichtenborkenkäfer. So schön mit dem lateinischen Namen Ypstypographus. Der ist einer der wichtigsten Schädlinge auf der Fichte, kennen vielleicht einige von euch, hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja schon also einigen Schaden in den Fichtenwäldern angerichtet. Und wenn ich jetzt jedes Pixel, ja, auf dem dieser Ypstypographus, der Fichtenborkenkäfer, also pro Jahr mindestens zwei Generationen ausbilden kann, das heißt Bevölkerungswachstum exponentiell wachsend, das Wort exponentielles Wachstum kennt ihr vermutlich auch jetzt seit einem Jahr, gibt es bei den Insekten auch, nicht nur bei den Viren, da sieht man, dass dieses rote, die rote Zone also deutlich größer wird. Was ich damit sagen möchte ist, es reicht jetzt leider nicht aus, um ein rundes Bild von der Zukunft zu gewinnen, wenn ich nur auf die Baumarten schaue. Ich muss auch nicht auf andere Organismen und Faktoren
achten, die möglicherweise mit den Baumarten interagieren. Und ein ganz wichtiger Faktor sind da eben solche Schädlingsarten. Das heißt, wenn ich nur auf die Baumart schaue, viel zu optimistisch. Ja, das heißt, ich muss über den Tellerrand rausblicken und dann wird das Bild in manchen Fällen also nicht nur runder, sondern auch roter. Also da möchte ich jetzt nicht mehr viel eingehen, da kann ich es natürlich für alle anderen Baumarten auch machen. Hier noch für die Buche, häufigste Laubbaumart dargestellt. Also ihr seht, schaut ganz anders aus. Die Buche kommt heute also nicht wirklich gut zurecht mit den Berg- und Gebirgsstandorten. Im Osten ist es ja auch zu trocken. Die Buche ist ziemlich sensibel in Bezug auf Sommertrockenheit. Dafür geht es ja gut in den mittleren Lagen, ja, also um den Alpenhauptkamm rum. Und das verändert sich natürlich dann bei Erwärmung natürlich dementsprechend auch. Die Buche kann dann in den Berglagen viel, viel besser wachsen. Das Rote verschwindet fast ganz. Dafür werden die sommertrockenen Gebiete hier im Osten, Südosten und Nordosten entsprechend größer. Also soweit einmal ganz grob ein visueller Eindruck, wie da die Zukunft für Fichte und Buche aussehen könnte. Was ich jetzt noch getan habe, jetzt bin ich schon angekündigt worden als Professor für Wald. Bauplanung. Dann zeige ich noch ein Instrument, das wir auch verwenden, um in die Zukunft zu schauen. Das ist ein Simulationsmodell, in dem wir also Wald simulieren können. Und was ich euch da herzeige, ist eine Simulation von einem Fichtenwald. Die grünen Säulen hier sind alles Fichten. Und wir schauen einmal zu, nicht, wie ein Waldbewirtschafter im Waldviertel in der Nähe von Zwettl, dieser Standort, im Jahr 2017 und 2018, wo es deutlich wärmer war und deutlich trockener als im Schnitt in der Vergangenheit, also so seinen Wald bewirtschaften wird. Und was ihr da rot aufpoppen seht, sind also vom Borkenkäfer getötete Fichten. Und der Waldbesitzer versucht da mit einem Saumschlag seinen Wald zu verjüngen. Das heißt, er nutzt die alten Fichten und verjüngt dann neue. Und was ihr seht, ist, dass quasi der Kontrollverlust also relativ bald eintritt. Also in 20, 30 Jahren, wenn ich davon ausgehe, dass das Klima weiter so trocken und so warm bleibt, also übernimmt die Waldbewirtschaftung im Wesentlichen der Borkenkäfer. Es gibt ein kleines Ruhefenster, wenn die Bäume zu klein sind noch für den Ipsdipographus. Da sieht man deutlich, dass die Fichte zwar wachsen kann, das Problem ist nur, das Wachstum allein reicht nicht zum Überleben. Nicht? Wenn die Schädlinge zu häufig werden, dann übernehmen die wieder das Kommando und es kommt über kurz oder lang wieder zum Aufflammen dieser Borkenkäfer, also Schäden. Also im Prinzip die Zukunft für Fichtenwälder unter diesen Bedingungen im Waldviertel, also keine wirklich gute für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Kann ich also zusammenfassen, ja, das offensichtlich war jetzt, darauf wollte ich ja im Prinzip hinaus, dass also das Klima allein also nicht der Treiber ist. Ja, es gibt auch noch zusätzliche Faktoren, wie zum Beispiel diese Störungsfaktoren, die wir zum Beispiel vom Borkenkäfer jetzt gesehen haben. Die Stürme kennt sie auch, ein wunderschönes Bild aus dem Herbst 2018 war ja Südtirol, Osttirol, Kärnten, also hat quasi da gewütet und solche Bilder hinterlassen. Und ich möchte die Folie voll machen mit einem weiteren Treiber, den man nicht so schnell sieht in Bezug auf den Effekt, den er auf den Wald haben wird. Das ist der Wildeinfluss. Ja. Also wer von euch vielleicht irgendwas mit Jagd zu tun hat, der wird sich da eh auskennen. Ja, also das Waldeinflussmonitoring erhebt zum Beispiel den Wildeinfluss auf die Waldverjüngung in ganz Österreich. Und da muss man schon seit Jahren, ich möchte fast sagen seit Jahrzehnten feststellen, dass der Anteil der Waldflächen, auf denen der Wildeinfluss so stark ist, dass sich quasi natürlich ohne Schutzmaßnahmen keine Verjüngung entwickeln kann, also deutlich überwiegend über 60% rausgeht. Ja, es gibt Regionen, da liegt es bei 80-90%. Also jetzt könnt ihr euch vorstellen, Waldbewirtschaftung nach vorne blickend, um den Klimawandel zu begegnen, da also nur mehr sehr, sehr eingeschränkt möglich. Jetzt könnt ihr das noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir bisher gesagt haben. Also wir haben einmal ein paar negative Auswirkungen des Klimawandels gesehen in Bezug auf die Störungen, auf Trockenheit. Es gibt aber auch durchaus positive. Ja, in den
höheren Lagen im Berg- und Gebirgswald wird die Temperatur natürlich ja, wechseln von einem relativ harschen Klima zu einem freundlicheren, milderen. Das ist gut für die Bäume, die können besser wachsen, die Vegetationsperiode wird länger, Wasser ist meistens in den Berglagen genügend da. Das heißt, da wird der Zuwachs ja, sogar ansteigen, während er in den trockenen Tieflagen genau ins Gegenteil kippt, da wird der Zuwachs geringer werden. Wir haben also die Störungen vor allem in den Fichtenwäldern durch Borkenkäfer bereits angesprochen und der mögliche Vorteil, dass durch die günstigeren Klimabedingungen in den Bergwäldern die Verjüngung der Wälder rascher funktioniert, ja, die ist nur ein Potenzial derzeit, weil wie gesagt es zum Beispiel über Hirsch und Reh natürlich sehr große Hinderungsgründe gibt, das auch nutzen zu können. Und wenn ich jetzt einen Schritt weitergehe, ja, dann müssen wir uns die Frage stellen, warum ist das eigentlich so wichtig und interessant für Forscher, für die Gesellschaft, für Waldbesitzer? Na, weil es natürlich Ansprüche an den Wald gibt. Also es ist ganz egal, in welche Landschaft ihr in Europa schaut. Das ist ein Bild aus Bulgarien zum Beispiel. Ich komme jetzt gleich wieder zurück mit der Reisemaschine nach Tirol. Es ist egal, in welcher Waldlandschaft ihr seid. Nicht? Also die Ansprüche kommen von den Eigentümern, ja, irgendjemand gehört der Wald und über die Eigentümer raus von anderen gesellschaftlichen Gruppen, die irgendwas vom Wald wollen. Ich mache das ganz kurz, ihr wisst es selbst nicht, vielleicht auch als ein Teil dieser Anspruchsgruppe, entweder als Besitzer oder als Mountainbiker, als Jäger, Jägerin. Ja, also der Eigentümer ist meistens an Holz- und Biomasseproduktion interessiert. Was also in Österreich quasi ganz, ganz wichtig ist, ist die Schutzwirkung vor gravitativen Naturgefahren, Lawinen, Steinschlag, Hangrutschungen, Erosion, Muren etc. Ganz wichtig geworden in den letzten 10, 15 Jahren die Rolle des Waldes als Kohlenstoffspeicher, ja, damit also weniger CO2 in der Atmosphäre ist. Und natürlich ja, sind Wälder noch immer die naturnähesten Ökosysteme, die wir in Österreich und Europa und global haben. Das heißt, spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle, um also Biodiversität zu erhalten, ja, und also Naturschutz quasi Interessen da also geltend zu machen. Ein ganz wichtiges Thema in den letzten Jahren auch geworden, die Rolle von Waldflächen in Bezug auf die Wasserressourcen. Also hat zwei Seiten die Medaille, einmal die Trinkwasserbereitstellung, die Reinigung von Trinkwasser, die Speicherung von Wasser und auf der anderen Seite ja die Milderung von Abflussspitzen zur Vermeidung von Hochwässern. Und wenn sich jetzt der Waldbewirtschafter fragt, ja, was soll ich jetzt tun? Ja, wie kann ich in Zukunft vorgehen, ja, um also diese Ansprüche weiter erfüllen zu können, nachhaltig erfüllen zu können und den Klimawandel zu berücksichtigen? Dann habe ich im Prinzip schon also seit Jahren so quasi den Studenten an der BOKU immer versucht beizubringen. Schaut auf drei wichtige Elemente. Stabilität, die Resilienz und die Anpassungsfähigkeit von Wäldern. Und jetzt ganz kurz erklärt, was ein Waldbewirtschafter darunter versteht. Unter Stabilität versteht man, ja, dass die Wälder und die Bäume im Stand sind, Störungseinflüssen und Klimastress einfach standzuhalten. Also stellt euch eine Mauer vor. Ja, also Stabilität bezeichnet das denjenigen Zustand, solange die Mauer steht, ist sie stabil. Ja, wenn die Stabilitätsgrenzen überschritten werden, also dann stürzt sie ein. Ja, jetzt gibt es den zweiten Begriff, der genau in diesem Fall dann eine Rolle spielt. Die Resilienz. Das ist das Vermögen, ja, nach einem Störungseinfluss, also die Mauer ist quasi eingestürzt, wird bröckelig, also Waldflächen rasch wieder zu überschirmen. Das heißt, Waldverjüngung, also weitergehen zu lassen, entweder durch größere Kronenausbau oder durch vegetative und generative, also Vermehrung. Und schließlich der dritte Begriff, der ist wieder jetzt nach vorne blickend, wenn sich jetzt die Bedingungen an einem Standort aber verändern, das Klima wird anders, wärmer, trockener, feuchter vielleicht, ja, dann also reichen Stabilität und Resilienz alleine auch nicht aus. Da muss der Wald auch imstande sein, sich möglichst selbstständig ja, an diese sich neu entwickelnden Bedingungen anzupassen. Und im Prinzip geht das in dem Tempo, in dem der Klimawandel stattfindet, ja, in Jahrzehnten, ja, 150, 200 Jahre,
ja, nur über die Verjüngung, also die Etablierung von neuen Bäumen. Die genetische Anpassung, ja, die braucht viel, viel länger. Das heißt, also darauf zu hoffen, dass sich der Genpool der Bäume so schnell anpassen kann, dass er mit dem Klimawandel also Schritt hält, also die ist leider, leider, muss man sagen, zu optimistisch. Also im Prinzip geht das nur über die Verjüngung von Waldflächen. Und wenn ich noch kurz ausführen darf, ja, wenn ich die Frage an mich selbst stelle heute, wie schaut ein stabiler Wald aus? Forstwirte und Wirtinnen wissen das wieder. Im Prinzip ist ein Baum stabil, wenn das Verhältnis von Höhe zu Durchmesser einen Wert von unter 80 ergibt. Das ist ein sehr guter Wert für Nadelbäume vor allem. Das heißt, wenn die Bäume ausschauen wie Zahnstocher mit kleinen Kronen, dann sind das also instabile Bäume, die relativ rasch bei Schnee, Auflast, Sturm etc. also entweder entwurzelt werden oder brechen. Kann die Waldbewirtschaftung natürlich wieder ganz, ganz wichtiges Wort mitreden. Also wenn der Wald so ausschaut, sehr, sehr viele Bäume quasi Baum an Baum, die berühren sich fast gegenseitig, werden die Bäume sich so entwickeln, wenn also da durchforstet wird, das heißt die Bestandesdichte durch Waldbewirtschaftung heruntergesetzt wird, haben die Bäume mehr Platz und dann schauen die Baumformen entsprechend anders aus, sind viel stabiler. Was auch ganz wichtig ist natürlich die Bewurzelung. Es gibt Baumarten, die haben ein flaches Wurzelsystem wie die Fichte. Es gibt Baumarten, die haben ein ganz tiefgehendes Wurzelsystem wie zum Beispiel Kiefern, Eichen und natürlich den ganzen Gradienten dazwischen. Es ist ganz klar, wenn ihr nur Baumarten im Wald habt, die Flachwurzler sind, ist natürlich die Stabilität entsprechend niedriger, als wenn es eine Mischung ist, nicht aus alten Wurzelungstypen. Schließlich noch, wie habe ich schon quasi erwähnt, ja, wenn es nur eine Baumart in einem Wald gibt, ist das natürlich eine relativ riskante Sache. Ja, wenn diese eine Baumart ausfällt, dann ist, wie gesagt, also die Waldfläche weg. Das heißt, Baumartenmischung ist eine natürliche Versicherung gegen Risiken. Also so gut kann also keine Versicherungsgesellschaft quasi wirken wie eine Baumartenmischung. Wenn ich frage, wie schaut ein resilienter Wald aus, dann ist die Frage also hier mal also ganz leicht beantwortet. Wenn es Vorausverjüngung gibt, ungleichaltrige Waldformen, ja, dann kann man davon ausgehen, dass im Fall eines Schadens in den Altbäumen ja, die Verjüngung natürlich quasi schon in den Startlöchern wartet oder schon vorhanden ist und damit die Gefahr, dass es quasi zu einer großen Kahlfläche kommt, also ausgeschalten ist. Also das Bild dort sagt, also eine Fläche nach einem Sturmereignis, das ist quasi also dann da logischerweise kein Wald mehr. Ja, das ist eine quasi Wüste, wo, wenn der Mensch jetzt nicht eingreifen würde und mit hohem Kostenaufwand wieder aufforsten würde, ja, also es sehr lange dauern würde, bis sich da wieder eine Bestockung natürlich entwickeln würde. Ja, also was man dagegen tun kann, ist auch klar, ja, wieder Baumartenmischung. Warum ist auch klar, wenn ich also eine Baumart habe, ist die also durch einen Störfaktor so auf der ganzen Fläche betroffen. Wenn ich mehrere Baumarten habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sozusagen quasi einen Virus gibt, der alle Baumarten gleichzeitig betrifft, natürlich relativ gering. Und wenn ich noch die letzte Frage der Anpassungsfähigkeit hier aufgreife, wie schaut ein anpassungsfähiger Wald aus, dann ist das also hier ganz leicht erklärt, Baumartenmischung. Ja, es ist ganz klar, nicht, wenn ich Mischung habe, dann können sich diejenigen Baumarten in der Mischung, die an die zukünftigen Entwicklungen dann besser angepasst sind, die besser tolerieren können, die Bedingungen in der Zukunft natürlich vornehmlich verjüngen. Und die Baumarten, die also nicht mehr gut geeignet sein werden, ja, die folgen entweder von selber aus oder können im Zuge von Bewirtschaftungsmaßnahmen dann reduziert werden. Also ihr habt es jetzt schon gesehen, im Prinzip also habe ich sehr oft das Wort Baumartenmischung erwähnt. Das ist ganz, ganz sicher der stärkste Hebel, den wir in der Waldbewirtschaftung haben, wenn es um die Verfolgung dieser drei also quasi Zielkriterien geht, die Stabilität, Resilienz und Anpassungsfähigkeit. Und über die Baumarten, Mischungen hinaus natürlich dann die Waldbehandlung, die Waldpflege, das haben wir in diesem Beispiel der Stabilität ja jetzt ganz kurz kennengelernt. Und was ich euch noch sagen möchte, ja, bevor ich dann am Ende bin, ist, wie das in
der Praxis dann quasi aussehen würde. Ja, also was der Waldbewirtschafter ja, jetzt erkennen müsste, ich mache das ganz kurz, weil ich eh schon sehr viel Zeit verbraucht habe, ist im Gelände, ja, er muss erkennen, auf welchem Standort er steht. Dieses Bild sage ich euch einmal um ganz wichtige Standortsmerkmale, die man quasi lesen muss, ja, als Waldbewirtschafter zu zeigen. Also die Seehöhe ist relativ einfach, ja, hängt Temperatur und Niederschlag dran. Der Bodentyp und die Gründigkeit des Bodens, nicht, also ganz, ganz wichtig, weil natürlich die Bäume Zeit ihres Lebens nicht auf demselben Standort stehen müssen. Die können ja nicht davonlaufen. Das heißt, die müssen mit dem Wasserspeicher, mit dem Nährstoffvorrat etc. vom Standort ihr ganzes Leben auskommen. Die Geländeform beeinflusst natürlich ganz stark nicht, die Wasserversorgung und auch die Nährstoffversorgung, weil natürlich in den Mulden sich mehr Wasser und mehr Nährstoffe ansammelt als auf den Kuppen, wo also es trocken ist und meistens relativ nährstoffarm. Ja, und also wenn wir jetzt über Wasserversorgung und Exposition noch zwei weitere Merkmale also dazu schaltet, dann seht ihr, ist es schon eine ganze Menge, auf das der Waldbewirtschafter also achten muss, wenn er jetzt zum Beispiel die Frage der Baumartenwahl beantworten möchte. Und so eine Baumartenwahl sage ich jetzt für zwei Standorte. Ich bin einmal tief auf 600 Meter Seehöhe und einmal relativ, also in mittleren Lagen, also Bergwald auf 1000 Meter Seehöhe. Ihr seht, das historische Klima im 600 Meter Bereich über 7 Grad Celsius, wir haben fast 1000 Millimeter Niederschlag. Wenn ich jetzt den Berghang hinaufgehe, wird es natürlich kühler und es gibt meistens mehr Niederschlag mit zunehmender Höhe. Und da habe ich jetzt nicht an zwei Standorten, einem normalen, mittleren und einem eher schlechten Standort auf beiden Seehöhen, die Baumarteneignungen quasi farblich dargestellt. Auf dem besseren Standort natürlich besser, auf dem trockeneren schlechter. Und ihr seht es ganz kurz, wenn ich nur auf die Farben schaue, gelb ist einmal so, naja, jetzt wird's langsam zur Vorsicht gemahnt, rot natürlich ganz schlecht, nicht mehr geeignet. In den Tieflagen seht ihr, ist in der Vergangenheit kein Rot aufgetaucht. Die Fichte war natürlich also schon dunkelgelb wegen dem Borkenkäfer. Für die Stieleiche war es dann nicht so super toll, ja, weil es einfach vom Temperaturregime her noch zu hart war. Wenn ich den Berg raufschaue, ja, ist für die Stieleiche in der Vergangenheit es ganz sicher zu kalt gewesen. Dafür hat es der Fichte da viel, viel besser gefallen. Und jetzt kommen Klimawandelbedingungen dazu. Wir müssen also davon ausgehen, das wird sich jetzt verändern und es wird wärmer und es wird ein bisschen trockener werden. Die zwei Standorte in den Tieflagen und in der Hochlage nur mal betrachtet. Ich mache das ganz kurz. Es wird jetzt eine kleine Farborgie, auf was ich euch hinweisen möchte. Schaut nicht auf die einzelnen Baumarten hier. Das ist im Prinzip das holistische Bild. Rot und Gelb wird in den Tieflagen, also deutlich häufiger. Die Fichte ist quasi nicht mehr geeignet. Die Tanne auf den trockenen wird auch schon langsam rot. Und es gibt einige gelb- oder gelb-grüne Baumarten. Ja. In den Berglagen bleibt das meiste grün. Es wird sogar zum Teil erst grün. Ja, die Stieleiche ist plötzlich relativ gut geeignet, weil es einfach wärmer geworden ist. Während die Fichte auf den schlechten Berglagenstandorten, wo es wenig Wasser gibt, auch schon ans Rote kratzt. Das heißt, vor diesem Hintergrund müsste man jetzt als Waldbewirtschafter überlegen, welche Baumarten und Baumartenmischungen auf diesen Standorten jetzt sinnvoll sind, um stabil, resilient und anpassungsfähig zu sein. Und wenn ich das ganz kurz zusammenfasse, auf diesen Tieflagen, also Standorten, die wir jetzt im linken Bild zuerst gesehen haben, ich mache es kurz, wird sich das Bild so darstellen. Ja, heute haben wir also sehr, sehr oft entweder Fichtenreinbestände auf diesen Standorten oder fichtendominierte Bestände mit ein bisschen Kiefer, ein bisschen Lärche, ein bisschen Tanne oder Fichten mit ein bisschen Laubholz drinnen. Also Fichte, sehr, sehr dominante Baumart momentan. Warum ist klar? Wirtschaftlich sehr, sehr attraktiv und relativ leicht zu bewirtschaften. Zukunftsfitte Baumartenmischungen auf diesen Standorten, ja, ganz sicher. Mischung, wenn Sie schon Fichte weiter verwenden wollten, dann würden zurückgehen auf 2-3 Zehntel maximal. Warum?
wenn diese zwei Zehntel ausfolgen, dann haben sie keinen Totalverlust des Bestandes. Sie können immer mit den restlichen 7 bis 8 Zehntel noch weiterarbeiten und die würden dann von Kiefer, Lärche, Tanne oder Laubbaumarten, Eiche, Ahorn, Buche, also gebildet werden. Das heißt, also ganz, ganz deutlich ein relativ großer Schritt von dem, was wir heute sehen, zu dem, was als zukunftsfit bezeichnet werden könnte. Was auch noch möglich wäre, ja, sie verzichten ganz auf die Fichte, ja, und haben dann andere Nadelbäume, die besser zurechtkommen, mit den Laubbaumarten gemischt. Oder, was ja auch häufig diskutiert wird, ja, wir suchen nach neuen attraktiven Baumarten, die es bisher in Mitteleuropa also nicht gegeben hat. Und das so ein Beispiel ist die Douglasie, die kommt ja aus Nordamerika, ist eine sehr attraktive Baumart, weil sie also quasi fichtenähnliches Holz produziert, aber sehr viel besser mit Trockenheit zurechtkommt und derzeit auch vom Fichtenborkenkäfer noch nicht als mögliche Wirtsbaumart erkannt worden ist. Und wenn ich jetzt noch in den Bergwald raufschaue, ja, wir klettern ein paar hundert Höhenmeter höher, ja, dann wäre da die derzeitige Baumartenzusammensetzung, ihr seht es von diesem Bild eh, nona net, wieder Fichte, 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 sehr häufig dominante Baumart, entweder rein mit Lärche oder mit geringen Anteilen, ja, von anderen Baumarten. Zukunftsfit in diesen Lagen, Baumartenmischung, ja, sie sollten mit dem Fichtenanteil da ebenfalls zurückgehen, um die drohende Gefahr durch Borkenkäfer und Sturmschäden zu verringern, den Anteil ja nach Möglichkeit nicht über 5 Zehntel rausgehen lassen. Dasselbe Argument wie vorhin, ja, wenn es 5 Zehntel im schlimmsten Fall verlieren, bleibt ihnen noch 5 Zehntel über. Ja, das heißt, das ist gerade noch ausreichend, damit sie eine Minimalbestockung haben, um all die Waldfunktionen, von denen wir zuerst gesprochen haben, zumindest auf einem halbwegs akzeptablen Level erfüllen zu können. Ja, also die restlichen 5 Zehntel dann in diesen Lagen Buche, Ahorn, für die Eiche ist es dort zu kalt, oder Tanne, Lärche, fallweise Kiefer. Ihr seht also, dass das Baumartenspektrum also mit zunehmender Höhe natürlich geringer wird, aber die Auswahl natürlich immer noch ausreichend ist, um in Richtung Zukunftsfitness sich zu bewegen. Und damit wäre jetzt schon quasi am Ende. Ich möchte noch 2, 3 Punkte am Ende dazu bringen, die ich bisher nicht wirklich so in den Vordergrund gestellt habe. Ich möchte auf den zweiten Aspekt da hinweisen, ja, nämlich die langen Vorlaufzeiten, ja, in der Waldbewirtschaftung, bis Maßnahmen, die man heute setzt, im Prinzip wirksam werden. Das dauert Jahrzehnte. Ja. Also wenn Sie sich vorstellen, dass ein Baum, ja, im bewirtschafteten Wald irgendwo zwischen 100 und 120 Jahre alt wird, dann ist ganz klar, ja, also dass Sie nicht von heute auf morgen die ganze Waldfläche so quasi neu begründen können. Das ist unmöglich. Das dauert Jahrzehnte. Das heißt nicht, wir hätten eigentlich schon vorgestern beginnen müssen. Nachdem vorgestern aber schon vorbei ist, bleibt das jetzt über. Also wir müssen jetzt handeln, um die Waldflächen zukunftsfit zu machen. Was da ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, und die Diskussionen laufen da auch schon seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, ja, die Anpassungsfähigkeit wird durch zusätzliche Stressfaktoren, die nicht vom Klima ausgehen, weiter verringert. Und in Österreich ist da ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Wildeinfluss. Das heißt, da müssen sich einfach die Jagdinteressierten mit den Waldbewirtschaftern zusammensetzen und zu Lösungen kommen, um die Waldverjüngung ohne Zaunbau möglich machen zu können. Und schließlich wieder der Blick in so quasi die Riege der Waldbewirtschafter selber, die haben ganz, ganz große Herausforderungen so quasi zu bewältigen. Warum? Ja, weil sie nämlich ihren Werkzeugkoffer, den sie in der Ausbildung, ja, als Forstwart in der Forstschule in Bruck an der BOKU, also mitkriegen, natürlich standortspezifisch maßgeschneidert nutzen müssen. Es gibt keine One-Fits-All-Lösung, ja, für jeden Standort. Also die Lösung, die überall drauf passt und funktioniert. Also wer sich das bisher vorgestellt hat unter den Waldbewirtschaftern, der soll sich bitte davon verabschieden. Ja, man muss einfach das Hirnschmalz verwenden und jeden Standort, also jede Parzellen quasi für sich selbst beurteilen und entsprechend dann handeln. Weil natürlich nicht nur die Ausgangsbedingungen verschieden sind, sondern auch die Ansprüche, die der Besitzer hat, die die Öffentlichkeit an eine bestimmte Waldfläche hat, natürlich von Punkt zu Punkt variiert. Und als
letzter Punkt schließlich, ja, wenn Klimawandel also nicht zur Gänze in den nächsten Jahrzehnten zu verhindern sein wird, und davon müssen wir leider ausgehen, ja, dann müssen wir an Anpassung denken. Ja. Und Anpassung ist wieder keine Einmalentscheidung. Anpassung an etwas, das sich kontinuierlich verändert, muss selber auch ein kontinuierlicher Prozess sein. Das heißt, die Vorstellung, dass ich heute Anpassung mache und dann ist morgen alles vorbei, die ist leider auch nicht richtig. Das heißt, ihr müsst euch wie die verändernden Umweltbedingungen auch in der Waldbewirtschaftung ja, ständig damit auseinandersetzen, um die Klimafitness unserer Waldflächen sozusagen sicherzustellen. Und jetzt habe ich eh überzogen und sage ein großes Danke an die Geduld und an die Aufmerksamkeit von euch. Tausend Dank. Ja, danke an Sie, Herr Professor Lexer, für diesen Einblick in Ihre Arbeit. Bevor wir zur Frage-Antwort-Runde kommen, verabschieden wir uns einmal bei den Zusehern auf unserem YouTube-Kanal. Schaut gerne einmal bei einem anderen der vielen Videos rein. Baba.